Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zum Format Naturmedizin. Heute geht es um das Thema Wundheilung, aber auch Gefäßerkrankungen. Und dafür habe ich Professor Dr. Dr. Peter hier bei mir. Er ist seit Jahren Dermatologe, aber auch viele Jahre Klinikleiter für eine Gefäßklinik gewesen. Und alles Genauere wird er uns gleich schildern in unserem Interview. Aber was auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt ist, welche heilungsfördernden Maßnahmen wichtig sind, gerade bei Wundheilungsstörungen, und was eben kontraproduktiv wirkt. Das sind alles Themen, die wir heute im Interview von ihm hören werden. Ich freue mich sehr. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Ralf. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben. Ja, wir hatten schon viele spannende Interviews. Du hast ja wirklich den dermatologischen Hintergrund, wo wir wirklich um die Reinheit von Hautprodukten gesprochen haben. Aber auch Strahlen hatten wir schon als Thema. Und dadurch, dass du ja jetzt jahrelang eben eine Klinik geleitet hast, dazu einfach von dir noch ein paar Worte zu deiner Historie, würde ich heute gerne mit dir wirklich auf diese Gefäßthematik eingehen. Wo stehen wir heute da? Aber jetzt erstmal zu dir. Ja gut, was gibt es da viel zu sagen? Ich habe Medizin studiert in Gießen, nachdem ich eine Kindheit verbracht hatte, wo die Hälfte meiner Zeit eben im Ausland, vor allem in Indien und Pakistan war, damals Pakistan, heute Bangladesch, ein bisschen Brasilien noch dabei. Und Gießen studiert, wie gesagt, dann 84 die Approbation gehabt, habe dann als zunächst Dermatologie und Chirurgie im Bundeswehrkrankenhaus Gießen absolviert, dann Truppenarzt 1,5 Jahre, dann Institut für Strahlenbiologie in München und Münchner Hautklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, damals bei Professor Ron Falco, der Ikone der Dermatologie damals, kann man sagen. Und bin dann 1997, habe ich dann einen eigenen Lehrstuhl übernommen in Ulm an der dortigen dermatologischen Abteilung in Personalunion mit der Leitung der Abteilung Dermatologie des Bundeswehrkrankenhauses. Und 2002 habe ich dann eine Privatklinik gekauft, die damals, was ich anbot, damals 2-3 Kilometer entfernt von meiner bis dato Wirkungsstätte, mit dem Schwerpunkt Venenchirurgie, Hämorrhoidenchirurgie, also Gefäßklinik, auch konservative Therapie der arteriellen Verschlusskrankheit. Und das haben wir mit der Dermatologie verknüpft, und daraus ergab sich mehr oder weniger natürlich auch die Zuwendung zur Wundheilung, denn gerade die Vulnerologie, also die Wissenschaft von den chronischen Wunden, ist ein interdisziplinäres Fach, wo Dermatologie und Chirurgie natürlich eine ganz starke Partner sind in der Behandlung dieser Phänomene. Wir reden jetzt vor allem von den Wunden der Haut, also Ulcus Curis, vor allem Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre und so weiter. Diabetischer Fuß. Auch diabetischer Fuß, natürlich. Der diabetische Fuß gehört mit hinzu. Hier haben wir ja im Grunde das Ergebnis, letztlich gehört eigentlich fast der Neurologe noch dazu, denn primär haben wir dort die Neuropathie, die dann zur Vaskulopathie führt, also sozusagen die Störung des peripheren Nervensystems. Das bedingt dann auch eine Störung der kleinen Gefäße. Und am Ende dann die Versorgungsstörung, die dann irgendwann quasi zum Absterben, zur Nekrose führen, die Knochen gehen kaputt und so weiter. Also eine Kette ohne Ende, wo man rechtzeitig intervenieren muss, weil der Fuß sonst einfach einmal verloren ist. Wobei man sagen muss, durch die Fortschritte in der Vulnerologie der letzten Jahrzehnte, und ich selbst durfte diese Fortschritte streckenweise aktiv begleiten. Wir hatten in Ulm ja die Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundheilung seinerzeit zusammen mit dem damaligen Kollegen der Chirurgie, Professor Gerngross, wieder revitalisiert. Ich selbst war Präsident der Gesellschaft von 1999 bis 2000 und bin eigentlich immer noch Senator, also so eine lebenslange Geschichte, wenn man nicht loskommt. Und insofern hat mich dieses Thema auch lange begleitet und auch nie ganz verlassen und immer wieder mit neuen Ansätzen letztlich die Zuwendung erfahren. Was sind denn so die Fortschritte gewesen? Wo gibt es noch Punkte, wo man auf jeden Fall noch Defizite hat? Also für beides gute Beispiele. Der wesentliche Fortschritt eigentlich, der in den 60er Jahren schon oder Ende der 50er, muss man sagen, formuliert wurde, war, eine Wunde muss feucht behandelt werden. Das heißt, die Zellen leben nicht im trockenen Milieu, da gehen sie kaputt. Und
es war bis dahin immer üblich, Wunden mit Farbstoffen trocken zu pinseln. Ja, dann hat man immer was Trockenes, ist gut. Was man dabei übersehen hat, man kreiert nur einen Schorf, eine trockene Nekrose, unter der dann alles gärt. Und irgendwann kocht die Suppe halt wieder hoch. Das ist wie im Leben, wenn man Dinge unter den Teppich gärt, die man besser aufarbeiten sollte, dann kocht das auch irgendwann wieder hoch. Insofern hier dieses Konzept, das war revolutionär damals und man muss uns leider sagen, wie jede revolutionäre Medizin, dauert es eine Weile, bis sie sich durchsetzt. Wir haben heute noch Leute, die trockene Wundbehandlung durchführen. Für ganz wenige Wunden ist das sogar richtig, aber für die allermeisten ist es richtig, sie feucht zu behandeln, gerade die chronischen Wunden. Was sind chronische Wunden? Chronische Wunden sind alle Wunden, die nicht durch einen Primärverschluss zu behandeln sind. Sprich, wenn ich mich schneide, wenn ich irgendwie durch einen Unfall ein Loch in die Haut reiße und ich kann es ausschneiden und vernähen und dann halt es primär, dann brauche ich mir über die chronische Wunde keine Sorgen zu machen. Über die muss ich mir erst dann Sorgen machen, wenn diese Verfahren nicht gehen, aus welchen Gründen auch immer. Dann habe ich eine sekundäre Wundheilung, die entsprechend länger immer dauert. Und von der chronischen Wunde rede ich eigentlich dann, wenn das Ganze länger als, sagen wir mal, 6 bis 8 Wochen nichts sich vorwärts bewegt. Aber wir reden durchaus von Wunden. Und jeder kennt die, der in diesem Metier arbeitet, die Jahre, manchmal Jahrzehnte bestehen und nichts richtig funktioniert. Also insofern gibt es eine Menge auch zu tun. Also man hat das richtige Prinzip erkannt, hat darauf einiges aufgebaut. Die zweite echte Innovation, die teilweise in Ulm, teilweise in Kanada stattfand, war die Entdeckung, dass wenn ich einen Unterdruck anlege an die Wunde, dass dann eine verstärkte Granulation erfolgen kann, die sogenannte Vakuumtherapie. Da war eben die kanadische Firma damals schlau genug, sich das Weltpatent zu sichern. Mhm. Und unter dem Thema VAC-Therapy ist das Ganze natürlich ein Milliardengeschäft geworden. Aber es hat auch wirklich gut funktioniert, wird heute noch als einer der Standards in der Versorgung chronischer Wunden eingesetzt. Durch dieses Vakuum, was da erzeugt wird, dann habe ich ja wirklich beide mikro- und makrovaskulären Aspekte mit involviert, oder? Ich bin dir sehr dankbar dafür, diese Erwähnung, denn wir haben tatsächlich zwei Aspekte im Gefäßsystem. Wir haben die großen Gefäße, also die großen Arterien und Venen, also Arterien vom Herzen weg, Venen zum Herz hin, definitionsgemäß. Arterien üblicherweise mit Ausnahme der Lungenarterien sauerstoffreiches Blut, Venen auch sauerstoffarmes Blut. Und dann gibt es aber auch das Gefäßsystem, was so klein ist, dass man es normal nicht sieht. Man braucht ein Mikroskop, also mit einem Durchmesser kleiner als 100 Mikrometer, also 0,1 Millimeter Durchmesser. Und alles, was noch kleiner ist, das gehört zum mikrovaskulären System. Aber dieses mikrovaskuläre System ist wiederum das größte unseres Organismus, nämlich 79% aller Gefäße oder 78-79% werden zu diesem System gerechnet. Und das Spannende ist bei diesem mikrovaskulären System eigentlich der gesamte Austausch der Immunzellen im Mediastinum, also in den Bereich zwischen den Organen, dem sogenannten Interstitium, findet über dieses mikrovaskuläre System statt. Und dieses System ist der normalen Pharmakotherapie nicht zugänglich. Also alles, was wir an Blutdrucktherapie machen, was wir an rheologischen Mitteln, also sprich Blutverdünner und so weiter, das läuft, ist alles auf das makrovaskuläre System fokussiert und dort wirkt es. Das mikrovaskuläre System erfolgt eigenen Dynamiken. Das heißt, es ist autonom innerviert, also ist dem normalen Bewusstsein nicht zugänglich. Also man braucht wahrscheinlich besondere meditative Techniken, um dieses autonome System anders zu beeinflussen. Es sind Techniken vorstellbar, aber nichts evaluiert bis heute. Und diese Gefäße haben eine eigene zirkadiane Rhythmik. Diese Studien hat Professor Klopp über viele Jahrzehnte an Intravitalmikroskopie durchgeführt und zeigen können, dass etwa so alle 4 bis 6 Stunden die Gefäße auf und zu machen und haben einen eigenen Rhythmus, wie sie versorgen und wieder zumachen. Und der ist aber unabhängig von dem makrovaskulären System. Also eigentlich geht unsere gesamte Medizin bis heute nur auf die etwa 22% des makrovaskulären Systems. Der Rest, der aber höchst relevant ist für alle anderen Prozesse, ist eigentlich noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das beantwortet die Frage, wo gibt es noch was zu tun, wo gibt es noch was zu forschen. Also es sind noch eine Menge Flecken da. Inwiefern hat das Thema auch noch Einfluss auf die Venen und die Thematik? Venen, genau, also bei den Venen ist es ja so, da wird das Blut quasi passiv transportiert. Die haben auch keine große Wandstarre. Und damit es eben nicht wieder zurücksackt, weil wir im sogenannten Niederdrucksystem sind, also wir kennen sie, du kennst ja den Blutdruck,
normal 120-80, mhm, bezogen auf Millimeter Quecksilbersäule. Mhm. Also 120 Millimeter Quecksilbersäule sind 12 Zentimeter, ja? Quecksilber so hoch. Es ist aber Quecksilber viel dichter als Wasser. Also wenn ich das mit Wasser machen wollte, dann ist die Blutsäule etwa einen Meter hoch. Das heißt, wenn du jetzt hier lägst und deine Aorta wurde eröffnet, wird das Blut bis zur Decke, mhm, spritzen. Ja, das ist also der Druck, der sozusagen hinter diesem System steht. Und im Venensystem ist der viel, viel niedriger. Und da muss das Blut eben transportiert werden. Und damit es eben nicht wieder runtersackt durch die Schwerkraft, gibt es so eine sogenannte Venenklappen. Die sind sozusagen längs zur Stromrichtung ausgerichtet. Das heißt, beim Puls, bei der Systole, wenn das Herz schlägt und das Blut reinpumpt in den Körper, machen die auf. Bei der Diastole machen sie zu. Das ist der normale Weg. Mhm. Jetzt kann es aber sein, dass die Venen im Laufe des Lebens ein bisschen weiter werden. Also eine sogenannte Wandschwäche, eine intrinsische Wandschwäche, sagen wir dazu. Und dadurch weichen die Klappen etwas auseinander. Und dadurch kann es sein, dass Blut immer weiter auch in der Diastole zurückströmt. Und je weiter man nach unten kommt, desto mehr wird dieser Effekt relevant. Und dann dehnen sich langsam die Gefäße weiter auf. Und schließlich schwellen die Beine. Erst schwellen die Füße, dann die Beine. Und dann gibt es irgendwann sogar, dass Blut austritt aus den Venen ins Interstitium, also in das Bindegewebe der Haut. Dann bleiben die Blutkörperchen da liegen. Und weil jedes Blutkörperchen Eisen enthält und die Eisenatome dann übrig bleiben und dann oxidiert werden, im Volksmund sagt man Rosten dazu, mhm, hat man die braunen Flecke dann an den Beinen. Also das, ja, sind bei den älteren Herrschaften dann manchmal die braunen Flecke, die bei gestauten Beinen, typisch ist, sage ich mal, eine Stauungsdermatitis, also die Stauung durch, also Entzündung der Haut durch Stauung. Und das kann manchmal ganz große Probleme verursachen und dann kann es auch zu Grinseln kommen, sogenannten Thromben. Die kann oberflächlich sein und wenn sie tief sind, können sie auch gefährlich sein, denn wenn die dann sich lösen und werden die über die untere Hohlvene, dann in die obere Hohlvene ins Herz geschossen und vom Herz dann irgendwo hin kannst du meistens eine Lungenarterie, dann kannst du Lungenembolie kommen in der Folge einer venösen Insuffizienz. Deshalb ist es auch medizinisch sinnvoll, diese venöse Insuffizienz zu behandeln. Und der zweite Grund ist, dass fast die Hälfte aller Wunden an der Haut, die chronisch entstehen, durch venöse Insuffizienz der Beine entsteht. Das Ulcus cruris venosum nennt man das. Mhm. Also das Unterschenkelgeschwür, das durch venöse Insuffizienz bedingt ist. Es gibt auch welche, die sind aber seltener, durch eine arterielle Verschlusskrankheit, dass eben der Sauerstoff nicht richtig reingedrückt werden kann mehr. Und die Arterien machen zu, verkalken im Volksmund. Ja. Und dann kommt es eben zum arteriellen Ulcus. Das sind ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch kombinierte. Und dann habe ich eine Situation, wo ich einfach das Basisproblem vielleicht nicht lösen kann. So, wo immer es möglich ist, muss ich das Basisproblem lösen. Entweder die Arterienversorgung oder die Venen durch eine vernünftige Operation, durch eine endoluminale Behandlung, also Laserbehandlung, Radiofrequenzbehandlung. Wenn das nicht geht, muss ich mich um die Venen selbst kümmern. Und da muss ich versuchen, eben das Wachstumsgewebe zu generieren, das Granulationsgewebe. Das ist also frisches Gewebe, was auch blutgefüllt ist, also mit kleinen Blutgefäßen. Und das kann einerseits durch die Vakuumtherapie gehen und vorher muss ich aber erstmal die Wunde sauber kriegen. Und also den ganzen Dreck weg, denn wenn eine Wunde erstmal da ist, mhm, dann sammeln sich da sehr schnell alle möglichen Sachen an, vor allem unangenehme Bakterien. Die machen dann einen Wundbelag und da gibt es in der Chirurgie eigentlich den uralten Satz, der schon von Napoleons Ärzten geprägt wurde, das Débridement, das ist aber auch französisch, also ich muss den Dreck wegkriegen. Also ist einfach chirurgisch buchstäblich mit dem Skalpell oder mit dem scharfen Löser das wegkratzen. Heutzutage natürlich an Anästhesie. Zu Napoleons Zeiten bekam man einen Beißkeil zwischen die Zähne. Mhm. Die Offiziere bekamen eine Flasche Schnaps dazu. Heute geht es ein bisschen eleganter. Und wenn erstmal die Wunde sauber ist, dann kann ich die anderen Dinge machen. Wenn die Wunde einfach verbuttert bleibt und versifft, ja, mhm, kann ich da eben eigentlich nichts machen. Also erst sauber machen, dann Granulationsförderung und dann der dritte Schritt ist, ich muss das Epithel wieder dazu bringen, also die Haut, diese Wunde zu verschließen. Und da hast du dann verschiedene Möglichkeiten, die sehr unterschiedlich sind, von entsprechenden Auflagen bis hin zu Zelltherapien. Also gibt es eine ganze Fülle von Optionen. Und da ist es eben ganz wichtig, nichts zu nehmen, was eben einen zusätzlichen Schaden, mhm, verursacht. Also keine Auflagen zu verwenden, die zum Beispiel zur Aufweichung des Gewebes führen. Die vergrößern dann nur die Wunde. Oder irgendwelche Krebs oder sowas drauf zu bringen, die eher die Wundheilung stören. Ja, also auch, ja, da, man kann auch da Schaden anrichten. Es gibt ja
Wundheilungssalben, Cremes auch in Apotheken. Und ich weiß ja von dir auch in Interviews davor, dass da keine vernünftige Basiscreme sowieso zur Verfügung. Kannst du dazu noch mal was sagen für die Zuschauer? Ja, sehr gerne. Vor allem kann ich was dazu sagen. Es wird ja oft der sogenannten Naturmedizin und Alternativmedizin der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit gemacht. Mhm. Aber genau diese Unwissenschaftlichkeit liegt bis heute in vielen Bereichen der Wundheilung vor. Und zwar einfach deshalb, weil man vor 20, 30 Jahren, als viele dieser Wundmittel, der lokalen Wundbehandlungsmittel entwickelt wurden, sie nicht in den Bereich der Pharmakotherapie, also des Arzneimittelgesetzes, einordnete, sondern sogenannte Medizinprodukte. Mhm. Der feine Unterschied ist, für ein Medizinprodukt muss ich keine Wirksamkeit nachweisen. Da muss ich nur nachweisen, dass es keine Nebenwirkungen hat, die besonders schädlich sind. Mit anderen Worten, es gab damals zwar Studien, die aber nicht bewiesen haben, dass die Sachen wirksam sind, sondern sie haben nur gezeigt, dass sie nicht extrem schädlich sind. Und insofern gibt es ganz wenige Therapieoptionen in der Behandlung chronischer Wunden, die wirklich durch kontrollierte Studien gesichert sind. Das muss man sich immer vor Augen führen. Dass gerade wenn es um die Frage der wissenschaftlich begründeten Medizin geht, haben wir in der Wundheilung noch einen gewaltigen Nachholbedarf. Mhm. Gibt es mittlerweile das eine oder andere, aber sehr vergleichsweise wenige im Vergleich mit anderen Feldern der Medizin. Und da ist natürlich auch die Salbengrundlage ganz wichtig, weil natürlich toxische Substanzen, allergisierende Substanzen und so weiter, sollten alle bitte aus der Wunde draußen bleiben. Deshalb heutzutage auch Therapie mit Farbstoffen und dergleichen weitgehend obsolet, also nicht mehr angezeigt, weil gerade Farbstoffe auch ein starkes allergisierendes Potenzial haben, also die man früher eingesetzt hat, Karminrot, Genziane, Violett und so weiter, für den Künstler, für eine Malerpalette, ganz nett. Aber als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, da gab es natürlich, da waren die Betten eines dermatologischen Patienten bunt gefärbt. Da gab es rote, grüne, blaue, gelbe Farbstoffe, braun mit dem Teer noch. Das war ganz normal, weil man nichts anderes hatte. Aber da hat sich die Dermatologie, auch im Sinne der Dermatopharmakologie, doch ein bisschen weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten. Und auch in der Vulnerologie haben wir da eigentlich neue Wege mittlerweile begangen. Und deshalb gilt klar, wir müssen einiges anwenden und vieles, was aus der Naturmedizin kommt, ist neu, ist auch durch Studien nicht unbedingt immer erprobt. Aber da kann man ganz klar sagen, das gilt auch für alles, was in Anführungsstrichen etabliert ist. Es ist nur besser beworben vielleicht und ein bisschen länger benutzt, aber nichtsdestoweniger wirklich bewiesen. Jetzt hast du dich ja auch mit den Produktionsrahmenbedingungen beschäftigt. Gibt es überhaupt irgendwo auf dem Markt eine Möglichkeit, was ich mir überhaupt auf eine Wunde oder auf zur Unterstützung schmieren kann? Oder soll ich generell die Finger weglassen? Oder hat sich da der ein oder andere doch mal Gedanken drumherum gemacht? Entschuldigung, es gibt schon einige, es gibt Dexpanthenolhaltige Externa, also wo eben Panthenol, also eins der Vitamine drin ist, die, also ich will jetzt keine Handelsnamen nennen, also das, aber da gibt es einige auf dem Markt, die auch frei verkäuflich sind. Man kann natürlich kleine Hydrokolloidverbände, gerade auf Blasen geht das wunderbar. Also wenn dann irgendeine Blase gelaufen hat, so ein Verband drauf, dann quillt das auf, macht einfach zu. Das lässt man einfach drauf, bis das alles abgetrocknet ist. Und wichtig ist, wenn eine Wunde nicht stark nässt, würde ich solche Auflagen auch immer 4-5 Tage drauf lassen, solange keine Infektion reinkommt. Natürlich muss man sie alle 2 oder sogar täglich wechseln. Wenn es eben sehr stark nässt und der Sekretionsdruck sehr hoch ist, dann hat man keine Chance. Aber ansonsten kann man diese Wundauflagen auch länger drauf lassen, dann ist das auch wirtschaftlich. Denn ansonsten sind die Wundauflagen zum Teil recht teuer, bringen unsere Gesundheitsthemen noch weiter an die Grenzen. Auch da muss man natürlich immer wieder fordern, dass eine vernünftige Evidenz auch von den Herstellern kommt und nicht nur irgendjemand behauptet, das ist gut und alle sollen es nehmen. Aber da hat sich in den letzten Jahren doch sehr viel getan. Also es gibt gerade verschiedene auch Zertifizierungsinstitute, ZWM, also es gibt ein europäisches Zertifikat von den Kammerländern Österreich, was also europaweit diese Wundzentren auch, wir selbst sind auch als Wundzentrum in Blaustein zertifiziert gewesen nach diesem Konzept. Da muss man natürlich auch was tun für, muss regelmäßig sich rezertifizieren lassen und so weiter. Aber das lohnt sich dann, dass eben, sagen wir mal, stringent mit alle Mitarbeiter, die
betroffen sind und die da eingespannt sind, auch nach vergleichbaren Kriterien arbeiten. Auch das ist wichtig in der Wundheilung. Das ist keine One-Man-Show oder One-Woman-Show, sondern letztlich sollten da alle Ebenen zusammenarbeiten. Und meistens geht die Initiative ja eh auch von den Pflegekräften aus, die vor allem jeden Tag das Problem sehen. Ja. Und das hat leider auch dazu geführt, dass die Wundheilung lange Zeit ein stiefmütterliches Dasein führte, weil, sag mal, der eine oder andere Chirurg alter Schule das als persönliche Beleidigung aufgefasst hat, dass irgendwie in seiner Abteilung eine Wunde entstand. Aber manchmal ist es halt einfach so, weil der Patient einfach krank ist. Und dann ist auch das Thema Dekubiti. Also wenn die Leute sich wund liegen, natürlich muss man die gut pflegen, muss alles tun, damit kein Dekubitus entsteht. Aber manchmal wird den Pflegenden dann ein Vorwurf gemacht, der manchmal gar nicht gerechtfertigt ist, wenn ein Patient einfach wirklich komplett karektisch, also abgemagert, ausgemergelt ist und einfach fertig, ja, und einfach vor zum Ende seines Lebens ist. Und jeder von uns stirbt irgendwann. Das ist nun mal genauso sicher oder ist das Einzige, was sicher ist nach der Geburt. Ja? Alles andere ist relativ. Und da macht man manchmal vielleicht auch Vorwürfe, die vielleicht nicht immer gerechtfertigt sind. Also insofern, da müssen alle zusammenarbeiten und am Ende diese chronischen Wunden in einem interdisziplinären Ansatz behandeln. Von der wissenschaftlichen Seite vielleicht noch ein spannender Aspekt. Diese Wunden sind, wenn man so will, nonlineare Systeme. Das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Chaosforschung. Das heißt, lineare Systeme heißt, ich habe hier eine Ursache, da eine Wirkung. In nonlinearen Systemen habe ich hier eine Ursache und dann komplexe Wirkungen. Mhm. Und vor allem bei minimalen Ursachen extreme Auslenkungen. Und das ist genau das, was bei einer chronischen Wunde manchmal das Problem ist. Kann aber gleichzeitig auch der Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn ich bestimmte Nuancen verändere in der Therapie, in die richtige Richtung, kann auf einmal eine Wunde heilen, die vorher jahrzehntelang nichts gemacht hat. Mhm. Super. Wenn wir jetzt nicht in diese extremen Wunden-Thematik eingehen und sagen, okay, wir haben einfach so kleine oberflächliche Wunden und wollen jetzt einfach keine Chemie benutzen, gibt es da, sag ich mal, Anbieter oder gute Quellen, wo ich mich informieren kann, dass ich da mal mir nicht noch zusätzlich Müll draufknall? Ja, es gibt einen Anbieter, der sich spezialisiert auf solche biologischen Produkte, das ist Naturwerk in Neu-Ulm. Naturwerk EU, glaube ich, ist die Website. Und da gibt es verschiedene Zubereitungen, die tatsächlich auch eine wundheilungsfördernde Wirkung haben, wobei im Detail noch nicht beschrieben ist, jedenfalls auf der experimentellen Basis, worin diese Wirkung begründet. Aber es gibt bisher Fallbeschreibungen. Das ist noch nicht gut genug für eine wissenschaftliche Studie, aber es ist so gut wie vieles andere, was auf dem Markt ist, aber ohne die entsprechenden negativen Aspekte, die allein aus derselben Grundlage heraus resultieren. Also hier kann man zumindest dann sagen, bei den Produkten, dass die Galenik nicht zusätzlichen Schaden anrichtet. Mhm. Super, ja. Sehr interessant. Vielen Dank, lieber Ralf, dass du heute da warst. Es war mir ein Vergnügen. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder treffen. Das werde ich mich auch freuen. Ja, danke. Danke. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Thema Wundheilung, großes Thema, auch gerade in der Altenpflege sicherlich für viele ein interessanter Punkt. Und umso schöner, dass es Möglichkeiten gibt, doch mit wenig Nebenwirkungen vielleicht die ähnlichen oder sogar gleichen Effekte zu erzielen. Und von daher freue ich mich immer wieder, dass wir so tolle Gäste haben, wo uns einen Einblick geben in die Möglichkeiten. Und für Sie nochmal als Möglichkeit, weitere Interviews zu sehen auf www.qs24.tv. Und dann wünsche ich Ihnen viel Freude dabei. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.